Sichere dir jetzt die ultimativen Gains mit Kreatin, dem Supplement für mehr Power. Steckt an dieser Aussage auch irgendetwas Wahres? Weißt du, was Kreatin eigentlich ist? Kreatin ist eine Art Speicher für energiereiche Phosphatgruppen, die von unserem Körper unter Belastung in Form von ATP verwendet werden. Kreatin wird grundsätzlich vom Körper selbst aus Aminosäuren produziert. Ganz vereinfacht benötigen wir unsere Kreatinspeicher vor allem in den ersten Sekunden einer Belastung. Auch mit der Nahrung nehmen wir Kreatin zu uns. Da es auch im Körper hauptsächlich in den Muskeln gespeichert wird, ist es naheliegend, dass es auch im tierischen Muskel, also in Fleisch und Fisch, vorkommt. Wir produzieren Kreatin also selbst und in unserer Nahrung ist es auch enthalten. Wieso um alles in der Welt sollte man dann Kreatin jetzt noch supplementieren? Nun, im Falle von Kreatin geht es in den meisten Fällen nicht darum, ein Defizit auszugleichen, sondern die Leistung noch weiter zu optimieren. Eine Supplementierung mit Kreatin führt zu höheren Kreatinlevel im Körper und damit quasi zu mehr Energiereserven, die im Sport eingesetzt werden können. Damit hat eine Supplementierung mit Kreatin für Sportlerinnen und Sportler einige Benefits. Mehr Kraft und Leistungsfähigkeit im Training, aus denen mehr magere Masse resultieren können. Geringfügig auch eine Verbesserung der Laufleistung im anaeroben Bereich, also im Sprint. Und möglicherweise hat Kreatinsupplementierung auch einen positiven Effekt auf die kognitive Leistung. Um das allerdings endgültig zu beweisen, sind noch weitere Studien notwendig. Jetzt wartest du bestimmt auf den Haken. So vielversprechend kann doch nur ein Supplement mit erheblichen Nebenwirkungen sein. Doch es kommt noch besser. Kreatin ist ein sehr gut untersuchtes, sehr sicheres Nahrungsergänzungsmittel. Bei der richtigen Einnahme kommt es bei gesunden Menschen zu keinen Komplikationen. Allerdings solltest du stets darauf achten, Kreatin mit ausreichend Wasser zu dir zu nehmen, da es sonst zu Bauchkrämpfen kommen kann. Auch solltest du keine allzu großen Dosen auf einmal zu dir nehmen, da das zu Erbrechen und Durchfall führen kann. Denke also immer an genügend Wasser und verteile, wenn nötig, deine Dosis über den Tag auf viele kleinere Portionen. Dann wirst du keine Probleme haben. Jetzt bleibt noch die Frage, welches Produkt du verwenden solltest und wie viel davon. Am besten greifst du zu Kreatin Monohydrat und orientierst dich zwischen 3 und 5 Gramm pro Tag. Wenn du ein Athlet mit sehr hoher Muskelmasse bist, kann es sein, dass du bis zu 10 Gramm benötigst. Manchmal werden auch Ladephasen empfohlen, die aber nach derzeitigem Wissensstand nicht unbedingt notwendig sind. Auch die Tageszeit, zu der du es einnehmen sollst, um den höchsten Effekt zu haben, ist umstritten. Meist wird direkt nach dem Training empfohlen. Du suchst noch das richtige Produkt? Dann klicke jetzt auf den Link in unserer Bio und du gelangst zu den besten Supplements. Merke, dieses Video ersetzt keinen ärztlichen Rat.